Und nun könnt ihr das letzte DLC sehen, der helle Herrscher, zu Mittelerde Mordors Schatten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Und herzlich willkommen hier zurück zu Mittelerde Mordors Schatten und dem DLC der helle Herrscher. Und ja, Arkos der Abscheuliche genießt meine Niederlage, nachdem er mich in der letzten Folge ja erbarmungslos getötet hatte. Und den müssen wir dann halt noch eliminieren. Aber ich habe jetzt was total vergessen. Ich wollte meinen Ring auffüllen. Shit. Gut, ich fülle mal eben schnell meinen Ring auf. Scheiße. Das haben wir jetzt total vergessen. Weil das wäre sinnvoller, damit voll in den Ring reinzugehen. Weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. So. Oh. Das war nicht der Plan. Karadors, wartet mal eben kurz. Jetzt dürft ihr den gerne töten. Ich musste halt meinen Ring mal kurz auffüllen. So. Die brauchen aber noch ein paar mehr. Das nützt ja nichts. Dass man einen Bogenschützen im Nahkampf einfacher töten kann. Das soll welche finden, ne? Nie jemanden nah an sich ranlassen. Nimm mal den da. So, zählen wir nochmal kurz auf. Ich brauche neue Pfeile. Komm her, du. Jetzt fällt er einfach tot um. Naja, egal. Jetzt haben die Karadors hier sehr viele Leute getötet. Passt schon, ne? Egal, hol ich mir eben kurz die Pfeile da unten. Wo waren sie denn? Ah ja, noch ein bisschen tiefer. So, dann nehmen wir mal die Pfeile hier mit. So. Irgendwas hat mich gesehen. Ich weiß zwar gerade nicht, was mich da jetzt gerade gesehen hat. Ah, Hündchen. Oh. Warte mal, ich mach das mal kurz anders mit dir. So. So, der andere Hund, da muss noch kurz weg. So, du gehörst dann auch mir. Ne? Was wir haben, das haben wir. Können wir nochmal kurz aufzehren hier? So. Seid schön brav zueinander. Da sind dann noch mehr Hunde. Wie viele Hunde sind denn hier gerade unterwegs? Gefällt mir gerade hier nicht. So, ich muss erstmal die Viecher da unten loswerden. Dann nützt ja alles hier gerade nichts. So, meiner scheint die gerade gekillt zu haben. Das soll mir nur recht sein. Gut. Den Ring, naja, den Ring füllen wir dann halt, ja, gleich drinnen auf. Kriege ich jetzt hier nicht hin, weil hier laufen gerade keine mehr rum. Gut, dann gehen wir mal direkt zur Quest. Vorausgesetzt, ich finde die jetzt gerade irgendwo wieder. Da müssen wir hin. So, markieren wir es einmal in die Richtung. So, machen wir das einmal. Achso, der erscheint jetzt schon wieder direkt. Das ist ja prickelnd. Soll mir recht sein. Ja, da wieder ein paar Schergen am Start, ne? Ja. Gut. Verdünnisiere mich mal eben. Er soll ruhig kommen. Ist er alleine? Tatsache, der kommt ganz alleine an. Das soll mir nur recht sein, dass er ganz alleine kommt. Aber trotzdem wäre der auf jeden Fall einfacher zu knacken, wenn ich einen vollen Ring hätte. Deswegen muss ich da noch ein bisschen kurz dran arbeiten. Wir hatten Glück, dass wir den letzten Kampf gewonnen haben. Ich brauche Verstärkung.
Was war das? Du brauchst keine Verstärkung. So, dann nehme ich dich nochmal mit. Und dich nehme ich auch nochmal mit. Und dann ist der Ring auch fast voll. Wir brauchen erstmal neue Pfeile. Wo kommt er denn jetzt her? Ich habe keine Elbengeschosse mehr. Nein, du musst gar nichts. Komm her. So. Dann nehme ich dich hier eben. Gut. Der Ring ist voll. Gut, und dann gehen wir jetzt mal rüber zum Häuptling. Und dann werden wir mal ein bisschen Spaß mit denen haben. Vielleicht sollte ich vorher noch mal kurze Blume pflücken. Denn ich habe das Gefühl, da wartet da schon so ein bisschen auf mich. Ne? So, Kollege, ich komm. Und dann lass uns Spaß haben. Wir werden es erstmal mit dem Ring versuchen, danach hole ich mir Verstärkung ran. Hast du deine Lektion nicht schon das letzte Mal gelernt? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Hallo, ich wollte Feuer zünden. Hat denn, glaube ich, nicht wirklich viel gejuckt, habe ich das Gefühl. Dein Tod ist meine. So, wir müssen das so machen, anders kriege ich das aber nicht hin mit ihm. Du verdammter Mann, das klappt nicht. Das sieht aber ganz gut aus. Wer bin ich so sicher, ob das nicht klappen würde? Und warum kniet er jetzt nieder von mir? Ich muss die Wirkung des Ringes erstmal nachlassen. So. Du bist stark. Du hast ein düsteres Herz. Bring's zu Ende, Finsterer. Ja, beherrschen. Und dann haben wir den auch. Also mit dem Ring ist man schon ein bisschen OP, würde ich sagen. Aber so richtig. So, dann haben wir gebrandmarkert. Keine wahre Macht, Sauron. Das Licht wird immer obsiegen. Und alle, die sich ihm widersetzen, werden brennen. Okay. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine neue Aufgabe freigeschaltet. Das wäre hier oben. Die Antwort des dunklen Herrschers. Der dunkle Herrscher hat seine verbliebenen Häuptlinge geschickt, um Odun zurückzugewinnen. Biete ihm die Stirn und beherrsche sie, bevor du dich gegen Sauron selbst Wendis. Oh cool, müssen wir gegen Sauron kämpfen? Gut, dann würden wir mal direkt dahin porten und dann versuchen wir das mal mitzunehmen. Ich überlege gerade nur. Was war das? Ich werde vorher meinen Ring aber nochmal voll machen wieder. Ohne vollen Ring gehe ich da glaube ich nicht rein. Ja, wir machen den Ring mal eben schnell voll. Das wäre glaube ich ein bisschen günstiger für mich. Vorausgesetzt, ich finde hier noch irgendwo ein paar Uruks, die nicht gebrandmarkt sind. Das ist immer so ein bisschen problematisch hier. Ich glaube, da hinten lief gerade einer rum. Das hört sich nicht gut an. Hört die Überläufer! So, müssen wir mal gucken. Wo wir hier keine gebrannten Magnuruks haben. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal drei. Ein Ghoul! Jetzt stirbst du! Lass doch die Ghule in Ruhe. So, mal kurz ein bisschen mit denen kiten gehen hier. Greif von hinten an! Greif von hinten an! Hey du Eimer!
Alter Vater, hab ich dich? So. Jetzt haben wir wieder keine Pfeile mehr. Naja, wo kommen die denn jetzt alle her? Dann werden wir die mal kurz ein bisschen plündern hier. So, der Kopf ist weg. Wir brauchen noch ein paar Pfeile mehr. Komm du mal her. Obwohl, ich habe genug Pfeile, sehe ich gerade. So, wo haben wir jetzt noch welche, die nicht gebrandmarkt sind, um meinen Ring aufzufüllen, bevor wir zu nächsten Quest gehen? Das ist immer blöd, wenn die hier alle schon gebrandmarkt sind. Hat man hier langsam echt so ein paar Probleme, die überhaupt nur irgendwie wen zu finden, den man nehmen könnte. Ach, das ist ja ein Traum. Da oben gehört auch schon mir. Die ganze Horde da gehört auch schon mir. Okay, 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 ich verstehe. Kannst du hier einfach da durchlaufen? Ah. Hallo, kletter doch nicht überall hoch. Du kannst doch einfach hier durch den Torbogen laufen. Ist doch nicht so schwer. So. Ach, verdammt nochmal. Wo finde ich denn jetzt hier mal ein paar Uruks? Um meinen Ring voll zu kriegen. Naja, egal. Drauf geschissen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt zu der Quest hin. Dann können wir vielleicht den Ring da drinnen auffüllen. Wenn wir die Quest machen. Weil ich glaube, ich finde die draußen auf die Schnelle jetzt keine Uruks, die irgendwie nicht auf meiner Seite kämpfen. Ein Jäger, so. Der seinen Speer wert ist, kann jede Beute in Schach halten. Die Frage wäre jetzt, wo ist die doofe Aufgabe? Die muss doch irgendwo hier sein. Hä? Wo ist die Aufgabe denn hin? Gucken wir mal kurz von hier oben. Hi, Kollege. Da unten müssen wir hin. Da, okay, dann starten wir das mal. Die Antwort des dunklen Herrschers. Bin ich mal gespannt, was wir da überhaupt machen sollen. Naja, hier hätten wir ja ein paar. Seht euch diese Häuptlinge gut an. Im Dienste des dunklen Herrschers haben sie Großes erreicht. Aber sie haben uns verraten. Jetzt werden sie auf Knien sterben, wie die Feiglinge, die sie sind. So, Brandmark oder töte die Henker. Machtdemonstration hinzurichten. Okay. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde alle erniedrigen, die sich mir widersetzen. Zeigen, dass wir es ernst meinen. Elben, Zwerge, Drachen, schickt sie zu uns und wir werden es ihnen zeigen. Spart euch den Atem. Wir werden schon bald eine wahre Schlacht. Ich muss mal kurz hier eben... Ich muss mal weg. So, der Ring ist ja voll. Der Ring ist voll. Sehr schön. Aua, aua. Die spielen hier gerade ein bisschen Ping-Pong mit mir. Ich sehe überhaupt nichts hier durch diese Kameraführung. Welche restlichen Uruk soll ich denn jetzt hier brandmarken? Irgendwo ist hier ein Fernkämpfer, oder? Bilde ich mir gerade einen drauf ein. Ja, natürlich ist hier ein Fernkämpfer. Bist du einmal denn da unten? Bist du okay? Warte mal.
So, einer ist da oben, da hinten noch. Haltet die Urogami im Schach, bevor, was? Hast du das gehört? Bevor der Häuptling erscheint. Welche Urogami? Scheiße, ich bin fast tot, ne? Gut. Ich muss erstmal eine Pflanze haben. Runter da. Komm, pflück das Ding da. So, jetzt schnell wieder hoch. Hexenfeuer. Trau dich nur. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Wo willst denn du hin? Bring ich ihn halt um. Wo wollen die denn alle hin? Ah, sind alles diese dicken Berserker hier. Achso, die wollten meine Häuptlinge gerade zerpflücken hier, wa? Alter Falter, die machen hier aber auch einen ganz schönen Damage, machen die hier. Scheiße, was ist denn jetzt kaputt? Ah! Oh, das war noch rechtzeitig. So, ich muss jetzt erstmal mich wieder hochheilen. Moment! Ich rieche etwas. So, jetzt kommt King Louis. Der Schreckens, was? Bist du also für dein Schoßhündchen gekommen? Dein Schrecken in Mordor findet hier ein Ende. Sieht aus, als wenn er auch wieder so eine bombastische Armbrust hat. Mann. Wer ist er denn jetzt? Wie viel gibt's denn hier gerade? Zwei Häuptlinge oder wie? Das ist euer Ernst. Dieb! Stiehlst vom dunklen Herrscher! Verwirrst unsere Uruks! Scheibenkleister! Der schürft mich nicht! Ich schon kenne den Trick! Zurück, Dämon! Komm mir nicht zu nah mit deiner Hexerei! Aber sowas von, du. So, der gehört mir. Und dann fehlt nur noch der Kollege, der da hinten irgendwo rumkaspert. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ach, da steht er, ja. Gut. Okay, ich muss mich auf jeden Fall verdünnisieren. Das wird hier nix. Der Typ ist auch gerade wieder ein bisschen sehr knackig. Habe ich da gerade etwas gehört? Doomhorn. Kampf, Todesstöße. Ah, jetzt muss ich meinen Ring erstmal wieder auffüllen. Ich glaube, so ganz ohne Ring schaffe ich das nämlich nicht. Ich
Problem kann natürlich sein, dass sie meine ganzen Leute dann verrecken, ne? Scheiße, das war der Falsche. Zu sterben, oder? Ach so, okay. Hat sich erledigt mit dem. Auch verderben? Ich werde dich auch verderben. Gut. Wir haben jetzt alle Häuptlinge beherrscht. Oder? Fehlt noch einer. Nee, wir haben alle jetzt, oder? Genug. Ich vernichte dich persönlich. Nichts kann dich auf das Folgende vorbereiten. Stell dich mir, Sauron! Lass es uns ein für alle Mal zu Ende bringen! Ich werde dich vernichten! Okay, jetzt würde das in den Kampf um Sauron gehen. Wo muss ich denn dafür hin? Das wäre hier hinten. In die Uruk-Höhlen. Okay, was sagt denn der Timer? Ah, das wird ein bisschen knapp. Das werden wir in dieser Folge nicht mehr hinkriegen mit Sauron. Da werde ich mir dann noch eine Folge für aufheben. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt eben noch eine Pflanze gönnen, die hier unten irgendwo rumliegen soll. Was? Habt ihr das gehört? Die müsste eigentlich hier sein. Oder bin ich gerade ein bisschen doof? Da ist eine Pflanze. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann bin ich auf jeden Fall erstmal raus. Und ich denke, die letzte Folge, die wird bestimmt sehr, sehr interessant, wenn wir uns gegen den Kampf von Sauron stellen werden. Mit unserer ganzen Armee, die ich hier habe. Ich werde mal noch versuchen, den ein oder anderen Häuptling... Obwohl... Ja, ich habe eine Idee. Ich werde auf jeden Fall erstmal hier die anderen... Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wenn ich mir hier einen von meinen gebrandmarkten Hauptmännern nehme, ob ich die vielleicht befehligen kann, dass die hier sich denen da anschließen, den Häuptling... damit die ein paar Leibwächter haben, weil irgendwie haben sie gerade gar keinen Leibwächter mehr. Aber das werde ich gleich mal ausprobieren. Aber ich bin jetzt erstmal raus und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne, mit dem Kampf gegen Sauron und dann bin ich mal sehr gespannt. Und dann bin ich erstmal raus und dann sage ich wie immer mal ciao, ciao, ne? So, leider ist auch schon diese Folge zu Mittelerde Mordors Schatten vorbei. Weitere Veröffentlichungen entnehme einfach bitte unten der Videobeschreibung. Dort steht genau drin, wann immer neue Folgen zu diesem Spiel veröffentlicht werden. Ich bin da mal weg. Sag mal ciao, ciao, euer Taliot.